Oh, ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten von 9 Teilen des XXL Weihnachtsupdates. Ja, wir sind quasi fast schon an Weihnachten, oder wir haben fast Weihnachten und ich starte gleich mit dem besten Update. Für mich jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur noch Filme liegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt die 9 Teile noch wären, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall schon 2 Teile liegen, die ich jetzt als Update mache. Und ja, wie gesagt, verzeiht mir meine Stimme. Ich habe jetzt hier schon gerade noch 2 Videos gedreht. Jetzt musste ich gerade ein bisschen räuspern. Ja, auf jeden Fall seid gespannt. Es ist eine Menge Zeug. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wenn es jetzt nicht reichen sollte, was ich jetzt hier liegen habe. Es ist erst November. Ich kaufe eh noch was. Und ich muss mal gucken, ob ich dann ja, 4K-mäßig, ob ich da was mache. Ob ich da bis zum letzten, ob das im letzten Video dann kommt, dass ich das schon vorziehe. Dezember kommen ja schon ein paar, Indiana Jones, Titanic, also Titanic auf jeden Fall, aber Indiana Jones weiß ich noch nicht, ob ich mir den kaufe. Vielleicht gucke ich mir den erst auf Disney Plus an, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe halt alle Teile und ich hätte schon gerne die komplett. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das so scheiße sein soll. Ja, wie gesagt, fangen wir an. Ich war auf dem Flohmarkt in Bonn im Oktober, ja, das ist vorbei, also es gibt keinen mehr dieses Jahr. Also im November gab es auch keinen. Das war Oktober, das war der letzte. War gut besucht. Muss sagen, ja, ich habe jetzt nicht so viel gefunden, wie wo ich, wann war es denn? In August? Genau, im August. Muss das gewesen sein, wo ich da war. Da hatte ich mehr. Ich habe auch noch so Filme. Die habe ich aber jetzt auch nicht im zweiten Teil. Die kommt dann in irgendein Teil. Ist ja jetzt egal, muss ja nicht gleich hintereinander sein. Ich habe jetzt erstmal vom Flohmarkt von diesen Börsenhändler, ich weiß nicht, ob der auch Filmbörsen ist, auf jeden Fall hat der, ihr kennt diese Filme, die man nicht im Laden bekommt, ja. Und da habe ich mal geguckt. Ich wollte mir tatsächlich eine Reihe holen, wo ich gesagt habe, komm, ist mir scheißegal, habe ich glaube schon mal in anderen Videos erwähnt, ich gebe 100 Euro aus, ist egal. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, genau, Wrong Turn. Wollte ich mir kaufen, ich habe alles nachgeguckt, war nicht da, der hatte auch, ich nehme an, nur auf dem Flohmarkt, MOVES und wahrscheinlich hat er von Dings nur Mediabooks. Er hat auch Mediabooks viele, aber mehr MOVES. Von neu gebraucht, normale Filme, 3, 4 Euro, also so Standardtitel wie Narnia oder sowas, für 3 Euro, 4 Euro neu. Waren echt super Sachen auch für neu. Aber diese Uncut-Filme natürlich nicht so billig. Ja. Und Wong Turn habe ich nicht gesehen, habe ich nachgefragt. Na, sind alle weg, er hat extra nochmal welche bestellt, sind aber alle ausverkauft. Scheiße, naja, egal. Entweder hole ich mal nächstes Jahr, jetzt weiß ich nicht, ob nächstes Jahr noch der, erstens weiß ich nicht, ob nächstes Jahr noch die, ob es die noch gibt da. Und zweitens, weiß man bis jetzt noch nicht, gut, jetzt ist ja der 18. Ich, wie gesagt, ich drehe es im November, ob dieses Deutschland-Ticket überhaupt weitergeht, weil ich bezahle nicht irgendwie 80 Euro, bis ich da, wie gesagt, bei Simon bin ich ja mit dem Zug hingefahren. Fährt man auch lange, 8 Stunden, ist auch nicht ohne, 7, 8 Stunden. So bezahlen, nee, da bezahlt man 80, 90 Euro für eine Fahrt, also hin und dann noch zurück, nee. Also da kann man das machen mit dem Ticket, aber so wird sich das auf keinen Fall lohnen. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar andere Filme, muss sagen, ja, war jetzt nicht so viel. Ja. Sind, glaube ich, 7 noch. Ja, und die mache ich dann, wie gesagt, in einem anderen Update. Es kommt dann auch jetzt hier ein XXR-Weihnachtsupdate. Und ja. So, das mal dazu. Jetzt wollt ihr natürlich die Filme sehen. Wow, kann ich nur sagen. Wow. Ja, also sind wieder coole Sachen dabei. Jetzt nicht mal ganz so viele Top-Sachen, weil ich habe die meisten jetzt schon geholt. Aber ja, sind trotzdem coole Filme dabei. Fangen wir gleich mit dem ersten an, der mich interessiert hat, wo ich auch im Müller nachgefragt hatte, ob man den denn bestellen könnte. Sagte er, nee, der ist überhaupt nicht gelistet. Im Nachhinein, ja, wenn du mal scharfstellen würdest hier, Nachhinein weiß ich warum. Ja, der Film ist, glaube ich, jetzt weiß ich wieder nicht. Ich glaube, der müsste noch beschlagnahmt sein. Da ist nicht neu geprüft. Der Film ist hier uncut. Wie gesagt, man sieht es ja. Nameless, das ist Nameless, ist, ihr seht das an diesem Uncut-Logo. Ja, das machen die meistens immer mit diesem Uncut-Logo. Ja, mal gucken, wie der ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Klar. Wanted, Dead or Alive. Ist so ein Rache, ich glaube ein Rache-Thriller sollte es sein, mit
Rutger Hauer, steht jetzt gar nicht drauf, wird mir ein, und ist auch nicht, kein FSK-Logo, weil er ist ja nicht geprüft. Bekommt man nicht im Laden. Ich habe, wie gesagt, bei Müller nachgefragt. Die haben zwar auch immer Uncut-Sachen, aber die sind meistens BOJK geprüft. Ja, die hatten ja damals auch Terrifier 2, die Mediabooks. Warum jetzt die verkauft wurden, kann ich euch auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Wanted Dead or Alive hat man nicht bekommen. Klar, Medienversand, ihr kennt die österreichischen Shops, die haben die. Ja. Musste aber wieder bestellen und dann musste 5 Euro Versand. Da gab es auch diesen einen Film mit, wie hieß der, Charles Bronson, der mich auch interessiert hat, in 4K. Ja. Gab es auch irgendwie nirgendwo richtig zu bestellen. Ich habe den auch nirgendwo gesehen. Kam als MRA in 4K. Jetzt kommt aber auch eine Blu-ray MRA. Die reicht mir bei denen, weil ich habe alle Charles Bronson Filme auch auf Blu-ray. Ich würde die nebeneinander stehen haben. 4K habe ich extra. Und zwar Brutale Stadt. Der kam auch jetzt auf 4K. War aber auch nicht geprüft. Jetzt ist er geprüft. Neu geprüft ab 16. Ne? Deswegen darf er dann auch im Laden verkauft werden. Hier wird es deswegen sein. Hier habe ich nicht den Eindruck, dass da eine Neuprüfung kommt und dann im Laden ist. Deswegen habe ich mit dem mitgenommen. 13 Euro. Ich kann euch auch zum Schluss... glaube ich, zwei Filme sind... ich habe da noch zwei andere Filme geholt. Ich bin jetzt gar nicht mal sicher. Es ist schon wieder ewig, ja. Ich glaube, ich habe noch zwei andere, aber die sind halt nicht uncut. So uncut geschehen, das sind zwei normale Filme gewesen. Deswegen habe ich die jetzt nicht mit reingenommen. Aber wie gesagt, Wanted Dead or Alive hat mich interessiert hier mit Rutger Hauer. Kriegt man nicht im Laden. Nameless. Ja. Erstmals in HD und komplett auf Deutsch. Nur einer kann siegen. Rutger Hauer hat ja auch immer gute Filme gemacht. Ja. Ein Auftrag zur Herausforderung. Wie gesagt, hier 107 Minuten. 1986. Bin ich mal gespannt, wie der ist auf jeden Fall. Ja, ihr seht hier, 13 Euro kam. Das ist tatsächlich echt ein super Preis, würde ich sagen. Also kann man überhaupt nicht sagen. Das war der erste Film. Dann einen Film habe ich mir geholt. Ich zeige ihn schon mal. Ja, dann sage ich mal, ist ja auch so ein Film. Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber ich wollte mal gucken und irgendwie, ich weiß nicht, das müsste auch nicht geprüft sein. Ist da noch beschlagnahmt, indiziert, irgendwas? Weil da kam ja nie, den kann man auch nicht im Laden kaufen. Jetzt habe ich hier 17 Euro bezahlt, ist von XT Video im schicken Pappschuber. Die Folie habe ich schon ein bisschen entfernt, weil hier so ein bisschen, ja, da war ein bisschen was auf dem Schuber. War nichts, das war nur bei der Folie irgendwie beim Zumachen. Da habe ich gedacht, ja, ist was. Deswegen habe ich ein Stück aufgemacht. Wie gesagt, das war nicht so. Ihr seht hier, 17 Euro habe ich bezahlt für den. Schreckensinsel der Zombies, also Voodoo. Das war ja dieses Mediabook, ihr kennt die Geschichte, brauche ich auch nicht weiter sagen. Oh, so teuer und ach nee, brauche ich nicht. Mir reicht da die MRA, ihr schönen schicken Pappschuber. Wo kommt der Schuber hin? Natürlich, zack, in Müll. Ja, weil was soll man mit dem Schuber? Ja, natürlich war das jetzt ironisch von mir gemeint. Ich mag Schuber, aber es gibt welche, die brauchen die nicht oder legen die. Sagen viele, in eine extra Ablage oder auf dem Boden oder im Keller. Also ich verstehe nicht, ob ich jetzt den Film so im Regal habe, also mit Schuber oder ohne. Es macht doch nichts, nicht mal in der Höhe, also ich verstehe das nicht. Aber muss jeder selber wissen, wenn er wegschmeißt, schmeißt dann weg. Oder wenn jetzt nicht jeder Film, keine Ahnung, wie die MCU-Reihe, weil da jetzt keine mehr Schuber haben, dass ich dann alle Schuber wegmache oder so, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe den noch nie gesehen. Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, soll ja auch so ein Kultfilm für viele sein. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder so ist, dass es überhyped ist und dass mir der nicht gefällt. Aber man kommt ja nicht anders ran, man muss ihn sich ja so kaufen. Aber ich könnte mal denken, so von den Bildern auch, könnte mir gefallen. Ja, das ist jetzt der Horror-Oktober vorbei. Aber ist egal. Deutsch-Italienisch, NSM auch, mit XT Video, 2014. Er kam aber erst, ich habe ja auch nicht gewusst, dass es damals eine MOA gab. Ich habe das nur mal in Videos auch gesehen. Ihr kennt die, sind immer Filme da. Ja, jetzt hier 17 Euro, natürlich nicht billig. Aber was will man machen? Ja, habe ich ja gesagt, man kann den ja sonst nirgendwo streamen. Da sind wir auf dem Punkt, oh, Stream ist doch so geil. Man braucht nicht aufstehen. Oh, man kann sitzen bleiben und alles gucken. Wenn der Film scheiße ist, macht man aus und macht einen neuen an. Ja, kann man machen, aber ich mache es nicht. Voodoo, die Schrecken sind der Zombies. So, dann kommen wir zu einem Film, auch
Der war auch relativ teuer, finde ich. Ist auch, glaube ich, wird das so. Da gab es mal Mediabooks, meine ich. Wird dann nicht geprüft, die kriegt man auch nicht im Laden. Ja. Und zwar Jack Frost. Richtig geil hier mit so einem Glanzschuber. Ja. Ihr seht auch hier ein Zwanni. Ja, ist auch nicht billig, aber wie gesagt, ihr kennt diese Uncut-Filme. Passt jetzt gut zu Weihnachten, ja, oder jetzt in den Schnee oder in den Dezember. Geil. Passt auf jeden Fall gut rein. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Es geht um so einen Killer, ja. Jack Frost, also ich finde den Schuber richtig geil. Von XS. Ich weiß nicht, die limitiert die Auflage. Ich sehe jetzt nichts hier. Schneemann auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird es um so einen Killer-Schneemann gehen. Ich weiß es nicht. Der eiskalte Killer. Genau hier, Serienkiller. Und 38 Menschen wurden von ihm kaltblütig ermordet. 89 Minuten ungekürzte, restaurierte Fassung. Ja, mal überraschen lassen, wie der ist. Jack Frost. Dann auch noch im Film von XS, der kam auch jetzt raus. Da gibt es aber eine 18er, die ist aber geschnitten. Ja, da muss man aufpassen, die ist geschnitten. Und zwar Pathologie. Habe ich auch noch nie gesehen. Da hat aber der André, Grüße gehen raus, der Blu-ray-Sammler war. Ne? Da will ich auch mal was zu sagen. Weil ja viele sich Sorgen machen und so. Ihm geht's gut. Ja, ich habe mit ihm Kontakt. Schon, wie gesagt, ich habe mit ihm schon jetzt bestimmt, weiß ich nicht, 5 Jahre Kontakt. Also wir sind gut befreundet und so. Aber ich weiß nicht, er hat sich irgendwie aus YouTube zurückgezogen. Ich wollte ja mit ihm mal einen Livestream machen. Müssen wir mal gucken, ob man das auch. Vielleicht habe ich es schon gemacht. Wenn nicht, ich wollte es mal machen, dass man mal. Und dass ihr mal Fragen stellen könnt. Ich weiß, viele sind ja vielleicht auch von ihm zu mir gekommen damals. Er hat ja damals für meinen Kanal Werbung gemacht. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Pathologie. Keine Ahnung, hier sieht man auch was. Ich verpixel aber hier nichts. Es gibt eine geschnittene 18er, das ist die Uncut-Version. Ja, noch nie gesehen. Aber mal gucken. Pathologie. Wahrscheinlich geht es dann so ein Leichenhaus, nehme ich mal an. Aber 95 Minuten. Keine Abgabe an Personen unter 18 Jahren, ungekürzte Fassung. Hier steht auch Leonine. Aber das ist auch so ein Film, den bekommt ihr nicht im Laden. Ich weiß nicht, ist der verboten oder. Weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir den mitgenommen. So, da sind wir eigentlich schon mit die Uncut-Geschichten durch. Also. Ja, das waren jetzt 4 nur, aber wie gesagt, das waren ja auch teuer. Ihr seht ja 20, 20, 40, 17 und dann noch die 13, das sind ja schon, oh, das sind ja schon 60 Euro. Ja, das ist, nee, Quatsch, erzähl ich jetzt wieder Mist, oder? 57, das sind ja 70 Euro sogar, oh Mann, jetzt habe ich mich noch verrechnet. Ja, dann kommen wir auch zu den habe ich auch von ihm, von den Stand. Ich habe, glaube ich, noch zwei oder drei andere. Die kommen dann in den anderen Flohmarkt Bonn-Video. Ja, weil ich da. Das sind jetzt nicht so hochpreisige Titel und ja. Ich hatte jetzt auch hier 6 Filme und deswegen. Und zwar, den bekommt man auch auf jeden Fall neu, gar nicht mehr. Shutter. Sie sehen dich. Da gibt es auch Mediabooks, sonst sowas brauche ich nicht. Das ist die Altauflage von 20th Century Fox. In der dicken Amaray. Gebraucht bekommt ihr den Film so relativ human, finde ich. So 6, 7 Euro. Aber hier hatten sie den neu. 10 Euro. Und ihr seht's, nein, es ist kein Wendecover. Der ist noch in Originalfolie. Und für 10 Euro bekommt ihr den nie. Den hatten sie schon im August. Also den hatte der Börsenhändler schon im August. Habe ich nicht mitgenommen, aber dann, wo ich heim war, habe ich mich geärgert. Und dann jetzt, wo ich im Oktober da war, habe ich ihn mitgenommen. Kann man nicht meckern. 10 Euro. Ihr seht es hier mit alten, guckt euch das mal an. So war das früher freigegeben am 16. Jahr mit alten FSK-Logo, gab es aber auch mit neuen. Aber cool, ein cleanes Cover, weil da gab es ja kein Wendecover. Top. Ja. Wie gesagt, ihr seht, habe ich ihn natürlich noch nicht. So, jetzt kommen wir schon. Quasi zum letzten Film. Der wird ein bisschen, jetzt seht ihr schon, ein bisschen kontrovers. So, jetzt sage ich aber mal, jetzt sage ich aber mal eins. Ich halte ihn erstmal rein.
und sage jetzt, jetzt bin ich auch entjungfert. Ja, warum? Weil es mein erster Bootleg-Film ist. Aber ich würde dafür überhaupt nicht, ich würde dafür überhaupt nicht werben oder so ein Scheiß. Ich mag überhaupt keine Bootlegs. Weil ich finde, man sollte immer die offizielle VÖ vorziehen, wenn es keine gibt. Ja, keine Ahnung. Ist halt schwierig, wie jetzt. Es gab ja auch die MCU-Serien, guckt, die kamen jetzt auch. Oder Prey. Es gab Bootlegs. Es kommt eine offizielle VÖ. Also man soll niemals nie sagen, Disney macht's ja auch. Aber ja, warum habe ich mir diesen Film jetzt gekauft? Kann ich schon mal sagen, den habe ich jetzt nicht von diesem Börsenhändler. Den habe ich von einem anderen Stand. Kann ich auch noch was dazu erzählen. Also der hatte wirklich von The Boys bis aktuelle Kinofilme John Wick als Bootleg, also John Wick 4 als Bootleg. Aber im Oktober gab es den ja schon, den gab es ja schon seit September offiziell. Der hatte wirklich, ob Samaritan ist oder ach, alles mögliche, hatte der als Bootleg. Eigentlich, das war ein Bootleg-Händler. Er hatte auch ein paar offizielle VÖs, aber nee. Und auf jeden Fall hatte der den da, ja, The Tomorrow War für 12 Euro. Ja. Finde ich okay, klar, ist ein Bootleg. Aber ich weiß jetzt nicht, ist es gebrannt, ist es gepresst? Ich nehme an, gebrannt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie presst. Auch hier, wenn man so. Also ich glaube mal ernsthaft, viele wissen das nicht, dass das Bootlegs sind. Zum Beispiel hatte der auch noch True Lies mit Arnie, aber nicht diese spanische Version, was ja auch angeblich ein Bootleg sein soll, sondern eine deutsche Version als Bootleg. Ich glaube, viele wissen das nicht. Aber jetzt muss ich aber eins positiv sagen. Der Händler hat aber gesagt, du weißt aber, dass es keine offizielle VÖ ist. Er sagt, ja, weiß ich, den Film gibt es weltweit nicht offiziell. Ja? Ich hätte sogar noch so gesagt, wenn es, yo, es gibt den nur in, keine Ahnung, USA, England. Ja, da war eh kein deutscher Ton, aber ich hätte mir wahrscheinlich doch den geholt. Aber ich finde den Film, ich weiß, bei vielen kommt der Film nicht gut an. Ich finde den Film Bombe. Ja, sage ich einfach mal so, ich finde den Film Bombe. The Tomorrow War ist ein super Film mit Chris Pratt. Für mich einer der besten, wenn nicht der beste. Es geht halt hier drum, also erstmal dazu, der Film ist von Paramount. Eigentlich hat Paramount immer ihre Filme nochmal auf Disc gebracht, ob es jetzt Prinz aus Zamunda war oder auch, ja, wie hieß denn der jetzt nochmal? Love and Monsters, also eigentlich alle, die so an Streaming-Anbietern, wisst, wo die Corona-Zeit war, verkauft wurden, haben sie die eigentlich trotzdem, haben die immer gesagt, ja, bringen wir. Aber hier ist von Paramount, den hat Amazon nur abgekauft, kam leider nie. Also war damals auch ein Kinofilm von Paramount und war ja dann Juli 2022 auf Amazon kostenlos für jeden Amazon-Kunden, der Prime hat. Ich habe ihn damals mit meinem Bruder gesehen. Wir fanden den beide geil. Ne? Ich habe gedacht, naja, da kommt schon irgendwann eine VÖ. Ob es jetzt hier auch Tulsa King war, gut, das ist jetzt von Paramount, oder Reacher oder Jack Ryan, das waren ja auch Serien, die nur bei Prime angeblich waren, die kamen alle, außer der Film. Ja, wie gesagt, Jack Ryan, Jack Reacher, die sind beide auch Design von Paramount, aber die Film, den Film. Es gibt wenig Filme, gut, Borat 2, da weiß ich aber nicht, gab es überhaupt jemals einen Verleih? Oder hat Amazon den Auftrag gegeben, der war eh nicht so gut. Aber, ja, ich weiß nicht, warum da nie eine offizielle VÖ kam, aber auch weltweit nicht. Es gibt diesen Film nicht offiziell. Ich finde den aber so geil. Und da ich keinen Prime habe, kann ich mir den Film ja auch nicht angucken. Zum Beispiel auch The Boys. Aber den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich hoffe, dass da Player mal was macht. Sony selber macht ja nichts. Ja? In den USA kam jetzt die dritte Staffel schon raus. Echt schade. Ich finde die Serie Bombe. Und wollte mir die gerne ins Regal stellen. Aber kann es halt nicht. Das Leid eines Sammlers. Ja. Aber wie gesagt, wer den Film noch nicht kennt, guckt ihn euch mal auf Prime an. Ich finde den super. Es geht halt drum, kann ich ja mal jetzt erzählen, habe ich ja nicht erzählt, dass hier Menschen, ja, das ist Fußballspiel, ich weiß nicht, war das Fußball-Weltmeisterschaft, kommen da welche rein, dass die aus der Zukunft sind und die brauchen ihre Hilfe. Ja. Oder entweder kommt die aus der Zukunft oder der Vergangenheit? Ich glaube aus der Zukunft, die brauchen auf jeden Fall die Hilfe.
die kommen aus der Zukunft und gehen in die Vergangenheit zu Chris Pratt um die Hilfe, ja, damit die dann quasi auch noch irgendwann leben. Ja. So rum war's. Und dann sieht man halt auch, es geht hauptsächlich um so, ja, sind es jetzt direkt Aliens, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist dann auch so, man denkt, der Film ist vorbei und dann fängt das richtig an. Also, hier, wie gesagt, Zeitreisen, sie überspringen eine dringende Botschaft. 30 Jahre in der Zukunft verliert die Menschheit einen Krieg gegen tödliche Aliens. Doch Aliens, die einzige Hoffnung ruht auf Soldaten und Zivilisten, die alles in der Zukunft mitkämpfen sollen, fest entschlossen, die Welt für seine Tochter zu retten, schließt sich Dan Forrester mit seiner Wissenschaftlerin und seinem Vater zusammen, um das Schicksal zu wenden. Ja, wie gesagt, das ist keine offizielle VÖ. Ich unterstütze und scheiß auch nicht sonst. Ich habe kein einziges Bootlegs. Ihr kennt meine Update-Videos jetzt über 200. Ja? Es ist nie ein Bootleg-Film dabei. Ich habe auch in der Sammlung, könnt mein Overview-Video sehen. Ja? Ich habe kein Bootleg. Weil, warum? Aber dieser Film, ich finde den so grenzgenial. Ich mag den sehr. Ja? Auch wenn es jetzt für viele vielleicht unverständlich ist. Ich weiß, viele mögen den nicht so, aber ich finde den super. Ja? Und deswegen habe ich mir den jetzt mitgenommen. Ich habe echt überlegt, nimmst du mit? Ja, er sagt, nimm mit. Weil, boah, der letzte Flohmorgen nochmal, komme ich da nicht ran. Und der hat auch gesagt, es war auch so 12 Euro. Ich habe gesagt, können wir 10 machen? Nee. Da habe ich auch nochmal nachbestellen müssen. Da war ich gut weggegangen. Aber egal, ich habe jetzt 12 Euro bezahlt. Für mich war es wert. Ja? Und ja. Da sind wir auch schon durch für das Börsenvideo. Wie gesagt, ich weiß, Bootlegs und so, aber ich halte davon nichts. Außer bei dem Film. Den musste ich unbedingt haben, weil ich den liebe. Hier auch, man könnte echt denken, das ist eine offizielle VÖ. Ja? Aber man sieht es, jetzt ist nicht so professionell. The Tomorrow War, Blu-ray Disc. Ja? Wie gesagt, es hat ja kein Label. Wenn jetzt hier noch Paramount stehen würde, könnte man denken. Aber Paramount bringt den offiziell raus, dann kommt der weg hier. Also wenn den einer dann haben will, den schenke ich euch. Ja, aber wer will den dann haben? Keiner, weil jeder dann die offizielle VÖ. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bildqualität, Tonqualität, ich habe noch, wie gesagt, nicht geguckt. Ja? Aber ich werde auch kein Video zu machen, weil das ist ja eher immer nicht so gerne gesehen. Ne? Wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Filme. The Tomorrow War, Shutter. Könnt ihr was sagen zu den Filmen? Habt ihr da schon was gesehen? Pathologie, Jack Frost, sind ja auch ja, eher unbekanntere Filme, so außer jetzt Schreckens sind jetzt der Zombies. Wanted Dead or Alive haben wir hier noch, ja, mit Rutger Hauer. Schreibt mal unten was rein zu die Filme, kennt ihr davon was, habt ihr davon schon was gesehen, wie findet ihr The Tomorrow War, vielleicht gibt es welche, die sagen, ja, der war in Ordnung, brauche ich jetzt nicht für die Sammlung, gut, kann man ja eh nicht holen, aber allgemein, dass es ein richtiger Stand fast nur mit Bootlegs gibt, also, hat mich echt umgehauen, ah, und damit verabschiede ich mich für den ersten Teil des XXL Weihnachtsupdates mit 23 Minuten für 6 Filme. Wahnsinn, ja, ich weiß, Wahnsinn, die Länge immer, aber ja, dann wollte ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.